Es gibt so viele Arten von Handfeuerwaffen auf der Welt, wie es bei McDonald's Kartoffeln gibt. Aber heute möchte ich dir einige ungewöhnliche Revolver zeigen. Was ist der Unterschied zwischen einer Pistole und einem Revolver? Eine Pistole hat ein Magazin mit Munition und einen Bolzen. Ein Revolver hat einen rotierenden Zylinder. Außerdem wird bei einer Pistole die Patrone automatisch geladen. Die Hülsen fallen beim Schießen heraus. Und in einem Revolver muss man sie aus dem Zylinder nehmen. Einige Revolver sind so mächtig, dass sie einen Löwen mit einer Kugel neutralisieren können und der Rückstoß die Arme des Schützen brechen kann. Und wie wäre es mit einem Revolver, der beim Schießen Ohrenbluten verursacht? Alter, halt dich fest. Smith & Wesson Magnum 500. Sein Rückstoß ist so stark, dass er Gelenke im Arm beschädigen kann. Die Länge des Laufs kann bis zu 10 Zoll oder bis zu 26 Zentimeter betragen. Abhängig von der Art der verwendeten Munition kann die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses bis zu 404 Metern pro Sekunde oder 1325 Fuß pro Sekunde erreichen. Und die Kollisionsenergie kann 700 Kilogramm pro Fuß betragen. Wäre so, als ob ein erwachsenes Kamel auf deinem Körper steht. Wir bezweifeln, dass deine Rippen das aushalten würden. Dies ist ein Revolver für die Jagd auf Grizzlybären und anderes Großwild. Die Macher zeigten dieses Modell erstmals auf der weltweit größten Ausstellung für Ausrüstung, The Shooting, im Jahr 2003. Die Werbung behauptete, es sei die stärkste Waffe der Welt. In der Tat hat der Magnum 500 Revolver viele Versionen und Modifikationen. Wenn du kein Profi bist, ist es besser, nicht mit der Waffe zu hantieren. Und das hier ist die Pfeiffer Zeliska. Die Länge dieses Revolvers ist riesig, 21 Zoll oder 53 Zentimeter. Er wurde 1955 für die leistungsstarke 600 Nitro-Express-Munition entwickelt. Diese Waffe wurde zur Jagd auf Nashörner und Elefanten eingesetzt. Und kein Wunder, seine Mündungsenergie übersteigt 10.000 Joule. Ja, das ist ein absoluter Anführer in Bezug auf Kraft und Länge. Ein Schuss soll ausreichen, um einen Elefanten niederzustrecken oder einen angreifenden Löwen aufzuhalten. Es gibt jedoch einen wesentlichen Nachteil. Die Schützen können selbst eine Gehirnerschütterung bekommen. Nach dem Schuss können Nasen- oder Ohrenblutungen auftreten. Oder was denkst du? Ein weiterer starker Revolver ist der brasilianische Taurus Raging Bull. Mit dieser Waffe kannst du leicht einen afrikanischen Büffel oder sogar einen Elefanten erlegen. Der Hersteller positioniert es als Jagdgewehr. Diese Waffe hat viele Versionen mit 5 bis 8 Kammerzylindern und unterschiedlichen Lauflängen. Für eine größere Genauigkeit bei der Jagd kann der Schütze zusätzliche Optiken anbringen. Seine Mündungsgeschwindigkeit und Energie ist vergleichbar mit der von Magnum und hängt von der verwendeten Munition ab. Eine entladene Waffe kann bis zu 2,2 Kilogramm wiegen, da die Modelle aus Titan oder Edelstahl bestehen. Die maximale Lauflänge kann bis zu 25,4 cm betragen. Dies wirkt sich positiv auf die Genauigkeit aus. Aber solch eine bedeutende Größe in Kombination mit starker Munition erzeugt einen unglaublich starken Rückstoß. Der könnte dich von den Füßen heben. Um diesen Nachteil auszugleichen, ist die Waffe daher mit einer Mündungsbremse in Form von Löchern in den Rillen und an den Seiten des Visiers ausgestattet. Mann, so ein mächtiges Ding. Jetzt festhalten. Remington Giant, der größte Revolver der Welt. Er ist sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Er wurde von einem Typen aus dem polnischen Dorf Petrowo, Richard Tobisch, gemacht. Er verwendete das Design von Remington 1858 als Modell und führte es jedoch im Maßstab 3 zu 1 durch. Der Riesenrevolver wiegt fast 45 Kilogramm und erreicht eine Länge von 127 Zentimetern. Diese einzigartige Waffe besteht aus Kohlenstoffstahl und Bronze und der Abzugsbügel aus Messing. Der Revolver ist mit einem soliden Rahmen, einem achteckigen Lauf und einem Sechskammerzylinder mit rechteckigen Schlitzen für den Stopper ausgestattet. Er verfügt über einen einfach wirkenden Auslösemechanismus. Der Zylinder dreht sich, wenn der Abzug gespannt wird. Um einen Schuss in einer Entfernung von 100 Metern zu machen, muss der Revolver auf einer festen Basis montiert werden, sonst würde er dich einfach umhauen. Natürlich wird eine solche Waffe niemals praktische Verwendung finden, da selbst das Laden zwei Personen erfordert. Einer muss die Waffe halten und der andere die Patronen einsetzen. Die ursprüngliche Remington 1858 Pistole verwendete kugelförmige Kugeln mit einem Gewicht von 20 Gramm und die Kugeln für Remington Giant sind 10-mal schwerer. Immerhin ist das Kaliber dieses Monster-Revolvers 1,1 Zoll oder 28 mm. Natürlich wäre es unmöglich, einen solchen Revolver zu verwenden. Es ist eher ein Ausstellungsstück. Genießen wir den Anblick.
Mateba-Model 6 Unica. Seine Lauflänge kann bis zu 203 mm oder 8 Zoll betragen. Tatsächlich werden Revolver von drei verschiedenen Kalibern mit austauschbaren Läufen unterschiedlicher Länge auf der Basis eines einzigen Designs hergestellt. Sie unterscheiden sich in der Größe von Rahmen und Zylindern sowie in drehbaren Karabinern, die mit nicht austauschbaren Barrels mit einer Länge von bis zu 46 cm und einem Kolben ausgestattet sind. Dieser italienische Revolver ist einzigartig. Ja, aber was ist das Besondere daran? Er ist automatisch. Dies bedeutet nicht, dass er unaufhörlich abfeuert. Er hat das Hauptproblem aller Revolver gelöst. Er wird automatisch gespannt. Im Lieferumfang ist ein spezieller Schraubenschlüssel enthalten, mit dem man den Lauf sowie den Revolverzylinder austauschen kann. Und voilà, deine Waffe ist jetzt bereit, mit einer anderen Art von Munition verwendet zu werden. Die Standardmunition für diesen Revolver ist Magnum vom Kaliber 357. Die Schusskraft dieser Kugeln wird auf 800 Joule geschätzt. Man muss sich keine Sorgen um die eigene Sicherheit machen, wenn man mit einem dieser Revolver umgeht. Die nächste Waffe wird von ihren Schöpfern als der stärkste Revolver des Kalibers 45 bezeichnet, Smith & Wesson 460 XVR. Er hat zudem die schnellste Geschossgeschwindigkeit. Wie viele andere Modelle ist dieser Revolver für die Jagd auf Großwild konzipiert. Die Waffe ist ziemlich schwer, ungefähr 2 Kilogramm, was keine Überraschung ist, da ihr Körper aus Edelstahl besteht. In Anbetracht der Kombination dieser Masse und Kraft ist der Rückstoß dieses Revolvers gigantisch. Zum Beispiel hat der Rückstoß vom Schießen einer 460 Magnum-Patrone von Federal eine Wassermelone in Stücke gerissen. Aus diesem Grund ist ein spezieller Ständer enthalten, um das Schießen komfortabler zu gestalten. Außerdem befindet sich am Ende des Laufs ein Rückstoßkompensator. Obwohl dieser Revolver hinter den Modellen des Monsters 500 zurückliegt, übertreffen die Flugbahnen des Geschosses und seine ballistischen Eigenschaften sie unter realen Jagdbedingungen. Dieser Freedom Arms 454 Casual Revolver von Kaliber 83 besitzt eine überwältigende Kraft. Die Waffe wird mit gleichnamiger Munition verwendet, 454 Casual, der stärksten Revolvermunition der Welt. Er wurde auf einer langen Schalenbasis erstellt. Die Patrone enthält eine Kugel mit einem Gewicht von 16 Gramm. Beim Schießen kann sie eine Geschwindigkeit von mehr als 600 Metern pro Sekunde erreichen und seine Mündungsenergie erreicht 2700 Joule. Das Design des Revolvers erinnert an die Colt Army von 1873 und der Hauptzweck war es, ein teures Spielzeug für wohlhabende Schützen zu sein. Auf dem amerikanischen Waffenmarkt beginnt er bei 2000 Dollar. Aber weil diese Waffe bei Cowboy-Schießwettbewerben legal ist, verkauft sie sich trotz ihres hohen Preises wie warme Semmeln. Der russische Revolver RSH-12 oder die 12.7 Assault Revolver gilt als der mächtigste der Welt. Sie nennen ihn Slender Boy, was übersetzt der Elefantenkiller bedeutet, und er kann sogar einen gepanzerten Personentransporter zerstören. Russische Spezialeinheiten verwenden diese Waffe seit 2016. Sie ist mit einem massiven Metallrahmen und einem seitlich ausschwenkbaren Zylinder ausgestattet und enthält 5 großkalibrige Kammern mit einer Größe von jeweils 12,7 mm. Das Merkwürdigste ist, dass nur sehr wenige Informationen darüber verfügbar sind, da diese vertraulich behandelt werden. Diese Waffe wird bei Angriffen auf Gebäude in kleinen Räumen eingesetzt. Dieser Revolver durchbricht mit seiner Standardkugel Panzerwesten der Schutzklasse 4. Und mit einer stärkeren kann sie kugelsichere Westen bis zur Schutzklasse 6 ruinieren. Außerdem haben die RSH-12-Kugeln eine beeindruckende Bremskraft. Sie sind in der Lage, einen Körper in nur einem Schuss weit zurückzuwerfen. So ist ein schwerer Schlag mit effektiver Terminalballistik garantiert. Bei richtig kräftigen Westen würde sie immer noch das Brustbein brechen. Darüber hinaus prallen die Kugeln dieser Waffe nicht von den Wänden ab, sondern eignen sich gut zum Ausschalten von Schlössern. Warum also einen Revolver einer Pistole vorziehen? Erstens hinterlässt er keine Beweise wie Patronenhülsen. Nur weiche, deformierte Kugeln, die einem Kriminologen nicht helfen, die Waffe zu identifizieren. Zweitens würde im Falle einer Fehlzündung der Hammer in einem Revolver eine andere Patrone treffen. Dies schließt den Versatz der Patrone aus. Und im Gegensatz zu einer Pistole ist ein Revolver in Bezug auf Schießpulver nicht anspruchsvoll. Deshalb können Pulverpatronen Schießpulver enthalten, das jahrzehntelang gelagert wurde. Und noch ein wichtiges Detail. Ein Revolver ist nicht wählerisch in Bezug auf Munition. Er kann mit Lärm- und Signalprojektilen, Vogelschuss, Gas, Gummigeschossen und sogar Spritzen beladen werden. Eine Patrone für einen Revolver kann für verschiedene Zwecke mit einer unterschiedlichen Menge Schießpulver beladen werden.
Dies müssen die Gründe sein, warum die Russen den Revolver präferieren. Die Größe eines Revolvers spielt definitiv eine Rolle. Dabei sprechen wir mal über den kleinsten Revolver der Welt, der Swiss Minigun. Er ist nur 5,5 cm lang und etwas größer als eine Streichholzschachtel. Das Kaliber der Mini-Patronen für Swiss Minigun beträgt nur 2,34 mm. Die beim Abfeuern der Swiss Minigun freigesetzte Energie beträgt lediglich 0,97 Joule. Während Pfeiffer Seliska 10.000 Joule liefert. Wenn du eine solche Minigun besitzt, kannst du damit Mäuse jagen. Wenn du jedoch die Geschossgeschwindigkeit von 121,8 Metern pro Sekunde und den Entfernungsbereich von 150 Metern berücksichtigst, ist das für ein solches Baby voll okay. Und was meinst du? Was ist an einer Waffe am wichtigsten? Leistung, Größe oder Tragbarkeit? Bitte antworte in den Kommentaren. Daumen hoch und Kanal abonnieren, damit du das nächste interessante Video nicht verpasst.